Lasst euch nicht spalten, das würde Marx zum Bürgergeld sagen. In der aktuellen Debatte werden Arbeitslosen und Arbeitende gegeneinander ausgespielt. Die Faulenzerinnen auf der einen Seite, die Fleißigen auf der anderen. Und die hart arbeitenden Menschen sollen jetzt für die Nichtstuerinnen zahlen, heißt es. Und dabei haben aber die beiden Gruppen die gleichen Interessen. Warum? In unserem Wirtschaftssystem haben Arbeitslose eine besondere Funktion, Druck auf dem Arbeitsmarkt zu üben, damit diejenigen, die einen Job haben, auch niedrige Löhne akzeptieren. Das ist zwar nicht die Absicht der Arbeitslosen, aber eben ihre Funktion. Wie schon beim Hartz IV geht es jetzt auch beim Bürgergeld einerseits um die Definition der niedrigsten Untergrenze, also die Grenze, unter der die Menschen gar nicht mehr überleben können, das Existenzminimum. Andererseits orientiert sich an dieser Untergrenze der Mindestlohn, also das Minimum, das Leute verdienen müssen, wenn sie arbeiten. Steigt jetzt die Untergrenze, also das Bürgergeld, muss der Mindestlohn auch steigen, damit Lohnarbeit überhaupt attraktiv bleibt. Und sorry, aber das ist nicht gegen die Interessen der Beschäftigten, sondern absolut in ihrem Sinne. Deswegen lasst euch nicht spalten, sondern vereinigt euch!